Ja, schönen guten Morgen hier live aus Hamburg, aus der Sporthalle, aus der Altdorfer Sporthalle in Hamburg, bei den Tekmono German Open 2018. Wollen wir jetzt einen ganz interessanten Kampf aus deutscher Sicht übertragen, Annalena Frömming, deutsche Nationalkämpferin, und da werde ich gleich Georg Streif nochmal zu befragen, den ich heute wieder als Experten wie auch in den letzten Jahren an meiner Seite habe. Erstmal grüß dich, Georg, schön, dass du wieder heute hier am Start bist. Ja, servus, Gruß aus dem Süden wollte ich ja sagen, aber wir sind ja im Norden jetzt. Genau, von daher, du als unser Experte, Annalena Frömming kämpft heute die, ja, zum ersten Mal hier auf dem Turnier, erste Runde. Du weißt selber irgendwie, wie schwer das ist. Wie kommt man da am besten rein oder wie präpariert man sich selber für den Kampf? Gut, Annalena ist jetzt wie die anderen auch vom Nationalteam ziemlich turnierstabil geworden. Wir waren jetzt auf sehr viele Turniere, Ägypten, Türkei, Bulgarien, dann letzte Woche noch in Marokko. Bei ihr konnte man sehen, sie hat jetzt so ein bisschen Lauf, hat sich ein bisschen verändert vom Kampfstil. Ich bin ziemlich sicher, sie wird hier gute Leistung zeigen. Hat auch Erfahrungswerten gegen die Nigerianerin Ben Yesouf Tekheit, schwierig auszusprechen. Aber ich denke, sie ist gut aufgewärmt. Sie wird relativ gut auch schon in den ersten Kampf einsteigen, weil sie genau weiß, um was es geht. War sie letztes Jahr auch, nicht letztes Jahr, sondern letzte Woche am Start bei dem President's Cup? Die war im Start bei dem President's Cup in Afrika, in dem Fall in Agadir, und war auch bis im Viertelfinale, Halbfinale, Medaille geholt, sehr gute Leistung gezeigt, und so die Tendenz geht nach oben, die letzten Turniere, wenn man das so verfolgt. Und jetzt hoffe ich mit so ein bisschen Heimvorteil, dass es auch so weitergeht. Also ich sehe sie als Favoritin. Ist das diskutieren wir ja auch jedes Jahr oder überhaupt immer, irgendwie die Turnierbelastung, letzte Woche gekämpft, bis Halbfinale sagst du gekommen, jetzt hier schon wieder am Start, in 4 Wochen ist die Europameisterschaft, das ist wahrscheinlich das Endziel. Ist das eine gute Vorbereitung für dich oder ja, wie ist da deine Einschätzung? Wie ich gestern bei der Pressekonferenz schon sagte, es ist immer eine Gratwanderung, ist immer im Grenzbereich. Das waren jetzt doch sehr viele Turniere, oft war gerade mal nur eine Woche dazwischen. Und wir haben da als Trainer natürlich das öfters mal jemand rausziehen müssen beim einen Turnier, dann beim nächsten wieder einsetzen. Wenn man da gutes Handling hat, gute Zusammenarbeit mit Heimtrainer, mit Arzt, dann kann man den Weg ganz gut gehen und muss den im Moment auch gehen, weil erstens brauchen sie die Punkte für das World Ranking und zweitens die Turnierhärte, das müssen sie auch lernen. Ist jetzt auch ein bisschen anders wie früher. Früher waren die Kämpfe doch ein bisschen härter, kompromissloser, mit mehr Kontakt. Jetzt ist es ja so ein bisschen Beinfechten mit der E-Weste. Ist eine andere Art der Verletzungen, die hier aufkommen jetzt. Gut, die sind noch in der Vorbereitung. Man sieht das auf dem Bildschirm, dass Annalena da irgendwie noch mit Daniel Manns, das muss man sagen, ist ja auch ein erfahrener und Weltklasse-Kämpfer gewesen. Ist sicherlich immer vom Vorteil, wenn man einen guten Coach an seiner Seite hat. Auf alle Fälle, und vor allem, die kennen sich gut. Daniel war selber als Kämpfer lange im Geschäft und jetzt macht er auch immer mehr als Trainer. Ich bin sicher, da fühlt er sich wohl. Er kennt die Szene und natürlich auch das Verhalten während des Kampfes. Spielt auch eine Rolle im Kampfrichter gegenüber. Wann ziehe ich die Karte für Videoreplay? Das sind dann schon Dinge, die manchmal entscheidend sein können. Und von dem Coach wird ja, muss man sagen, mehr noch erwartet, weil es ist auch viel die Taktik einmal, aber auch mit Video-Replay, alles das, was es dann in den letzten Jahren dazugekommen ist. Also da ist schon auch eine Menge Strategie und Taktik auch dahinter. Ja, also gerade Video-Replay, da musst du als Coach ganz genau aufpassen. Was sagst du? Ist schon mal das eine. Und dann gibt es jetzt einige Dinge, da brauchst du gar keine Karte mehr ziehen, zum Beispiel bei Facekick und so, das kann nur noch der Center-Referee. Trotzdem, erfahrene Coaches wissen, da macht man ein bisschen auf sich aufmerksam und dann reagiert auch das Center-Referee. Jetzt geht auch der Kampf los. Wir sehen das. Genau. Wir haben es eben schon gesagt, dass also der erste Kampf ist sowieso immer erstmal reinkommen ins Turnier, ein gutes Gefühl kriegen. Was ist aus deiner Sicht, irgendwie, wie stellst du die Kämpferin selber immer ein? Gut, erstmal muss man schauen, sind sie an dem Tag oder an dem Kampf übernervös oder sind sie zu apathisch, zu ruhig. Je nachdem muss man sie ein bisschen regulieren. Jetzt in dem Fall, beide kennen sich, beide wissen, auf was es geht. Zu der Nigerianerin ist noch zu sagen, die lebt inzwischen in Deutschland, im Friedrichshafen, wie auch so viele andere. Die werden da von der Regierung bezahlt, dass die hier in einem Internat leben, haben da komplett Verpflegung, Unterkunft, Betreuung und auch tägliches Training. Sie ist in der Gruppe jetzt noch nicht so lange, aber Gesicht ist mir inzwischen bekannt. Und somit werden die zwei noch öfters auf sich treffen. Jetzt Annalena schon mal 1-0 in Führung.
Genau, das kriegt man manchmal gar nicht mit. Ein guter Kontakt auf die E-Weste reicht ja da schon. Jetzt ist auch schon 3-0 in Führung. Geht also sehr vielversprechend los. Ist aber immer noch so ein Abtasten, ne? Ja, also ist noch, beides noch nicht voll ins Rennen eingestiegen. Jetzt jeder schaut ein bisschen vorwiegend mit dem vorderen Bein. Die einen links, die anderen Rechtsauslage. Und das nächste kommt schon, 4-0 für Anna. Also es läuft nach Plan und sie hat nicht die typische Überreaktion, was manchmal hat von der Nervosität. Da ist sie doch immer sehr angespannt, aber hier wirkt sie eigentlich schon kontrolliert. Und jetzt erste Runde schon 4-0 ist mal ein bisschen beruhigend. Wobei das noch nicht viel sagt jetzt, eben mit den neuen Regeln auch. Genau, wir haben ja mittlerweile auch irgendwie, manchmal sind auch 10 Punkte Vorsprung, ist keine Sicherheit irgendwie, wo man was drauf aufbauen kann. Man kann sich gar nicht entspannt zurücklehnen. Das sowieso nicht bei dem Niveau, was hier auf der Matte ist. Wie stellst du deine Kämpfer, Kämpferinnen auch immer in so einer Situation ein? Einfach selber konzentriert und dranbleiben? Also ich bin ein Freund davon, auch wenn ich führe, jetzt 6-7 Punkte, deswegen nicht auf einmal den Kampfstil ändern. Die meisten gehen dann auf einmal zurück, kämpfen nur noch passiv. Dann ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kampfrichter reagiert, mal einen Minuspunkt verpasst. Dann macht der Gegner doch so einen Überraschungstreffer, eine kurze psychische Blockade und der Kampf kann kippen. Ich sage, weiterhin den Kampf so führen, wie man bisher die Punkte gemacht hat, wenn es offensiv war, also auch offensiv bleiben. Natürlich die Risikoelemente minimieren. Dann gehe ich dann nicht mehr direkt zum Kopf, das bereite ich vor, leite ein, bringe etwas mehr Täuschungen. Das ist so die Variation, die ich am meisten favorisiere. Jetzt ist die Runde, die Pause, die erste Pause. 5-0 Vorsprung ist natürlich, ist was, wie du schon gesagt hast, kann man nicht sich drauf ausruhen. Zweite Runde, was würdest du überhaupt, sollte sie was anders machen in der Situation oder einfach so dranbleiben, wie sie es auch in der ersten gemacht hat? Ich würde genauso dranbleiben, kontrollieren mit dem vorderen Bein, was sie auch macht, in dem Fall in Rechtsauslage und dann zwischendurch nachsetzen, zwischendurch dann auch mal Technik hinten rumbringen. Und das kann Anna, die kann da dann auch mal einen guten Dütscher setzen. Jetzt macht sie einfach Standard, weiterhin relativ hohe Schlagfrequenz, war früher auch nicht so üblich. Und Klammern sieht man auch, also jetzt darf man ja wieder die Hände seitlich bringen und machen auch alle wieder. Nur darf man eben Gegner nicht zur Seite schieben. Gerade dieses Schieben und dieses Klammern, da wird ja nicht so wie früher schnell mal getrennt, sondern das lässt man einfach laufen. Aber auch selber, das ist schon eine andere Belastung auch, ne? Also was man da dann auf einmal auch im Kampf haben kann. Wie trainiert ihr das selber irgendwie auf hohem Niveau? Also das ist ganz anders geworden. Man muss da auch im Athletiktraining ein bisschen darauf reagieren, eben das Schieben und dass man das auch technisch richtig macht, dass man da nicht in nur gerade Richtung nach hinten schiebt, sondern auch mit Zeitbewegungen. Und Anna hat das jetzt gerade gut gelöst. Wir haben gerade hier den Körpertreffer gesehen. Vorher war das schon links Paltum auf die Weste, vorderes Bein immer gestört und dann irgendwann mal nachgesetzt. Also was wir gerade auch erwähnt haben, setzt er sehr routiniert um und inzwischen auch schon über 10-0 schon Führung. Ah, jetzt kurze Unachtsamkeit und schon 3 Punkte für die Gegnerin. Ja, ein Kopftreffer, also auch für die Leute, die vielleicht sich nicht ganz so auskennen. Kannst du uns noch mal kurz sagen, wie die Punkte jetzt mittlerweile aktuell vergeben werden? Also Faust nach wie vor 1 Punkt, den geben die Kampfrichter. Der Rest macht alles die Weste, 2 Punkte bei Körpertreffer, 3 Punkte zum Kopf. Und sobald eine Drehung mit dabei ist, gibt es einen Zusatzpunkt noch. Das soll sich ja in Zukunft relativ bald wieder ändern und es sollen 2 Zusatzpunkte kommen. Aber ich glaube, die neue Regeln, was jetzt noch kommen, lassen wir erstmal weg. Wir sind froh, dass wir die jetzt verinnerlicht haben. Auch das mit dem Schieben, dass das alles gut drin ist, da haben unsere Athleten relativ schnell reagiert. Das war jetzt zum Beispiel so Knieblock, ja, wurde auch sofort verwarnt, in dem Fall von Anna gemacht. Das sind so Dinge, da haben die Kampfrichter ganz schnelles Händchen. Sobald einer fällt, rausgeht oder Knieblock, gibt es Kampfjum. Ich sehe jetzt selber oder mein zu sehen irgendwie vom Körperlichen her, sie führt zwar, aber wirkt nicht ganz so stabil. Also ist schon so ein bisschen ausgepumpt. Ende der zweiten Runde ist es darauf zurückzuführen, dass letzte Woche schon eine Belastung war und jetzt diese Woche wieder? Oder ist sie einfach noch nicht so im Trainingssaft? Also das merkt man schon, die vielen Belastungen. Aber sie hat jetzt hier auch ein bisschen Pulver verschossen, indem sie eine relativ hohe Schlagfrequenz gehalten hat. Hätte ich ein bisschen anders eingepackt, also lieber mehr stören mit dem vorderen Bein und dann weniger, aber das dann noch fester nachsetzen mit links, wo sie ja auch schon gepunktet hat. Und da war sie
einmal kurz umkonzentriert und da hat sie sich ja auch den Nero eingefangen. Genau, jetzt geht es in die dritte Runde, ist auf jeden Fall noch ein guter Vorsprung, 10-4, letzten zwei Minuten. Wir sehen sie, ja, anscheinend hat der Trainer doch irgendwie was gesagt, weil sie merkt natürlich, die andere muss jetzt gehen, wenn sie kämpft. Also ich glaube, jetzt verliert sie ein bisschen wieder ihre Linie, finde ich. Gut, das ist aber auch der Kampfstil von Ben aus Nigeria. Die marschiert einfach zwei Runden. Und wenn sie vorher 10-0 führt, marschiert sie trotzdem weiter. Wenn die 10-0 hinten dran ist, marschiert sie weiter. Relativ konstant. Die hat einen sehr hohen konditionellen Level. Allerdings jetzt taktisch und technisch nicht schön verpackt. Das ist auch so ein bisschen der typische Kampfstil von relativ vielen Nigerianern. Ja. Also man sieht das jetzt auch dieses, selbst in der dritten Runde, wie sie jetzt hochkommt, also das ist schon irgendwie, sieht nicht ganz entspannt aus und leicht aus, also auch jetzt schon wieder sofort in der Rückwärtsbewegung, also soll sie ein bisschen aktiver sein oder? Also jetzt ist die Situation, die ich vorher beschrieben habe, die ich nicht mag, also bei so einer hohen Führung, da sich wieder zurücknehmen und dann Gegner wieder rankommen lassen, das sind jetzt nur 4 Punkte, ein Kopftreffer und das Ding ist fast wieder offen. Jetzt muss sie dagegen gehen. Das kann sie auch im Infight mit kurzer Technik, Faust. Sie darf sie auf keinen Fall treiben lassen. Ja, die Faust war jetzt da. Das hat sie auch gelernt, die Anna inzwischen. Wurde auch nicht gedrückt. Also es gibt ja immer ein paar Faustexperten und ich glaube im Damenbereich müsste die Faust noch ein bisschen mehr ausgebaut werden. Oder wie siehst du das? Ah, hat sich verbessert. Also ich war erfreut zu sehen, jetzt beim letzten Turnier in Marokko, im Präsidentscup, da waren einige Fäuste da. Auch die war jetzt wieder schön von Anna, die zumindest mal den Kampf gestoppt haben. Jetzt zum Punkten war das vielleicht noch zu schwach, aber gut, 13, 7, 40 Sekunden, da müsste Anna genügend Routine haben, um das durchzuschaukeln, sagen wir mal. Wobei, sie muss dagegen halten, weil man sieht ja, Blau läuft nach wie vor weiter nach vorne. Nonstop, immer wieder. Und hat verkürzt auf 4 Punkte. Jetzt hoffen wir mal aus deutscher Sicht, dass das reicht, weil es sind jetzt wirklich auf 4 Punkte runtergeschmolzen. Der komfortable Vorsprung, der vorher schon mal bei deutlich mehr Punkten war. Jetzt sind es noch wirklich 15 Sekunden zu kämpfen. Sollte ihrer Gegnerin auch nicht mehr viel Raum geben? Nee, ist eine gefährliche Phase, weil ein Kampf schon, dann sind es noch 3. Und dann weißt du auch von der Psyche her, ja, ein Kopftreffer und das Ding ist wieder offen. Also ist jetzt eine Phase, so die letzten Sekunden passiert auf der meiste Druck. Entweder kassiert dann der Schwächere noch mehr oder er kippt den Kampf. Jetzt wird nochmal, ist das jetzt, was passiert jetzt? Sind Sie der Meinung, da funktioniert die Elektronik nicht? Sogenanntes Technikerproblem nennt man das. Da kann ich als Coach auch die Karte ziehen und kann verlangen, dass nochmal Check der Weste und des Kopfschutzes durchgeführt wird. Allerdings, wenn dann alles funktioniert, ist meine Karte weg. Hier bin ich der Meinung, hat der Kampfrichter selber den gefordert. Vielleicht war da irgendwo Kontakt, wo er meinte, das hätte eine Wertung geben müssen. Und man sieht die Nigerianerin komplett offen, aber sie marschiert vor. Aber auch komplett eine unangenehme Gegnerin, ne? Also wer selber mal gekämpft hat, merkt diesen Druck. Ja, absolut, weil man muss den Kampf auch erstmal gewinnen, kostet natürlich auch Kondition. Nur da müssen die Kaderathleten jetzt schon so einen hohen Level haben, dass sie das gut verpacken. Gut, jetzt Kampf gewonnen, 15-9. Ich würde mal sagen, routiniert, Pflichtaufgabe erfüllt. Aber auch froh, dass es vorbei ist, Anna, wenn man es so anschaut. Wir holen Sie, versuchen Sie gleich mal ins Interview hier zu bekommen und freuen uns dann, Sie kurz gleich selber mal zu fragen und machen dann gleich weiter nach einer ganz kleinen Unterbrechung. Ja, hallo, hier von den Taekwondo German Open aus Hamburg. Georg Streif, schön, dass du an meiner Seite bist. Wir haben eben noch den Kampf von Annalena Frömming kommentiert. Hätten Sie jetzt auch gern als Interviewpartnerin, jetzt bist du sozusagen eingesprungen, weil sie sich, glaube ich, verletzt hat. Weißt du ein bisschen mehr? Ja, und zwar, wie ich gestern bei der Pressekonferenz schon erwähnt habe, müssen die Athleten jetzt aufpassen wegen der Euro und bei jeder Kleinigkeit lieber vorher einen Stopp reinhauen. Sie hat sich ein bisschen an der Hand verletzt, sind sie sich jetzt noch nicht ganz sicher von der Diagnose und in dem Fall lieber Stopp und nachschauen lassen. Sie wird den nächsten Kampf auch nicht mehr antreten können, hat den Kampf jetzt eigentlich, sag ich mal, die Pflicht erfüllt, war aber zum Schluss dann doch relativ schwer, weil die Verletzungen da schon gegriffen hat und weil die hohe Führung natürlich auch verleitet hat, den Kampf schon ein bisschen zurückzunehmen. Das ist dann natürlich auch verständlich. Auf der einen Seite
ist es natürlich schade für uns und auch die, den Livestream und uns übers Wochenende verfolgen. Und da sie natürlich den ersten Kampf auch gewonnen hat, dass sie jetzt aufgeben muss. Aber das ist dann auch die Sicherheitsmaßnahme, weil man sagt, die Euro ist dann doch wichtiger als alles andere. Ja, und die ganzen Turniere der vergangenen Wochen, da war ja wirklich jede Woche was. Von Ägypten nach Bulgarien, dann Türkei, die zwei Turniere innerhalb einer Woche, die Club-EM plus Türkisch Open. Dann ging es ja gleich weiter nach Alexandria, G2-Turnier. Dann auch noch jetzt der Präsidentscup, G2-Turnier in Afrika. Also das ist schon heftig. Und da muss man als Trainer auch darauf achten, dass man bei der Grabwandlung manchmal die Athleten rausnimmt. Um das größte Zielturnier ist jetzt in der ersten Jahreshälfte natürlich die EM nicht zu gefährden. Und danach kommen natürlich die Grand Prix, die jetzt alle schon eine sehr wichtige Rolle für Olympia spielen. Ich meine, wir haben nicht über das ganze Wochenende, aber wie sieht so die Vorbereitung aus? Also jetzt sind erstmal die German Open, sind viele Athleten hier am Start, Kaderathleten am Start. Wie sehen so die nächsten vier Wochen für euch aus, speziell beim Herrenteam, fürs Damenteam? Können wir nachher die Damenbundestrainerin selber nochmal fragen, aber bei dem Herren, wie sieht euer Programm aus bis in vier Wochen bei der Europameisterschaft? Also ist jetzt ganz eng gesteckt. Jetzt wird erstmal hier direkt, wenn der letzte Kampf war, der Nominierungsausschuss zusammenkommen, um erstmal den Vorschlag zu erarbeiten, der dann später ins Präsidium geht. Danach ist vom 16. bis 23. diesen Monat Kaderlehrgang in Hennef. Da ist dann wirklich die individuelle Vorbereitung von jedem mit den Ergebnissen der letzten Turniere, dass man da wirklich sehr individuell arbeitet mit der E-Weste. Ich denke, das ist so das Feintuning, wie beim Formel 1, die ein oder andere Schraube noch ein bisschen stellen. Dann wird auch Sportwissenschaftler dazukommen, noch ein bisschen was in die Wege leiten. Dann werden wir auch versuchen, wieder einen Psychologen einzubauen. Ein paar Motivationspunkte werden wir mit einbauen. Und ja, dann bleiben noch ein paar wenige Tage, dann geht's schon ab nach Kasan. Wir haben natürlich auch bei den Taekwondo German Open immer wieder Prominenz, alte Taekwondo-Prominenz, einen Weggefährten, mehr oder weniger kennst du auch, den wir jetzt auch nochmal ins Gespräch mit hier einbeziehen. Wir rufen ihn einmal kurz, er ist hier kurz an der Seite, Joe. Ja, ich begrüße recht herzlich für den Livestream Joe Alexander. Schön, dass du da bist. Hi, Michael, wie geht's? Ja gut, ihr beiden kennt euch ja auch aus alten Zeiten irgendwie. Also da muss man sagen, du hast jetzt heute hier den Tobok an. Was ist passiert? Also bist du hier auch am Start? Ja, also Kampf nicht. Ich wurde eingeladen von der Veranstaltung Sportturn Hamburg. Und hier die Eröffnungszeremonie zu machen mit meiner Freestyle-Pumse-Form, die ich ja bei der German Open mitmachen durfte. Das hat so Wellen geschlagen, so positiv, dass ich eingeladen worden bin, hier die Eröffnungszeremonie für German Open Kampf zu machen. Das ist eine Ehre für mich, hat mir Spaß gemacht und ich glaube, das hat den Leuten gefallen. Und ihr beiden kennt euch ja auch aus vergangenen Zeiten irgendwie. Du warst selber ein guter Wettkämpfer, hast auch eine WM teilgenommen. Und wart ihr eigentlich mal zusammen in einem Team, Georg? Ein Team zusammen nicht, aber die Gewichtsklasse war ähnlich. Wenn ich mich nicht täusche, war er auch bis 64. Ich war ganz am Anfang auch bis 64, da habe ich nur 62 Kilo gewogen. Habe dann später allerdings gewechselt auf 68, dann bei der Neuenteilung bis 70. Jetzt ein bisschen mehr. Dürfen wir unverschämterweise fragen, welche WM-Teilnahme das war? Das war in Ecuador 1981. Da habe ich irgendwie 5. Platz gemacht. Und der erste Kampf Sieg, also gewonnen durch K.O. und der andere auch. Dann kam gegen einen Rot-Chinesen. Ich habe gesagt, oh, China, kleine Leute. Da war es ein Rot-Chinese, der war irgendwie 2 Meter. Und da habe ich dann halt leicht verloren, knapp. 82 ist natürlich schon ein bisschen her. Wenn du selber jetzt schaust, wie sich das Taekwondo verändert hat, wie blickst du jetzt drauf und 30 Jahre zurück ist das ja schon fast... Ja, also ich finde, heute ist es mehr ein Dschungel an Regeln geworden. Du musst ein guter Tarzan sein, um gut dir durchzusteigen, weil das ist ja viel mehr Kopfarbeit, die ganzen Regeln zu verstehen und danach zu handeln, ins Körperbewusstsein reinzutun, dann so zu kämpfen, dass es Punkte gibt. Ey, du musst einen Taschenrechner mitnehmen. Also ich bevorzuge eher die Oldschool-Technik. Da ist der Mann, da ist der Kopf, da sind die Punkte, machen und Oldschool halt. Kannst du das irgendwie ein bisschen nachvollziehen, was Joe gerade so ein bisschen überdramatisiert hat vielleicht auch? Wir hatten das Thema gerade, ob das Sinn hätte, hier nochmal einzusteigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlasse das jetzt lieber den Jungen, weil das ist ein anderer Kampfstil, nicht mehr wie von unserer Zeit. Aber als Trainer bleibt jetzt nur übrig, den neuen Weg zu gehen. Jetzt mit dem vorderen Bein, ich nenne es so ein bisschen Beinfechten. Wenn du das nicht machst, bist du nicht mehr dabei, weil du musst da wirklich dich von Saison zu Saison mit den Anpassungen der Wettkampfregeln entwickeln. Und das ist eine andere Art des Kampfes. Darum, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch die Richtigen wären. Gut, aber
Es freut mich, dass ich euch beiden hier vor der Kamera hatte. Joe, hast du irgendwelche nächsten Projekte, die du anschiebst oder irgendwelche nächsten Herausforderungen? Also momentan, ich musste wegen der German Open Freestyle Pumseform viele Wochen investieren in das Training. Jetzt ist wieder die Arbeit gefragt. Ich habe viel fürs RTL mache ich jetzt, für ZDF Fernsehgarten. Das sind neue, also das Übliche halt, was ich mache. Und freue mich auch, weil die Abwechslung ist das Leben. Und jetzt habe ich Taekwondo gemacht, eine Zeit lang, sehr gut. Jetzt mache ich wieder meinen Job, Fernsehen, Rekorde, Shows weltweit. Und bin da, ja genau, ich bin auf der FIBO, wo ist die Kamera da? Ich bin auf der FIBO als Speaker. Und da gebe ich halt Coaching-Seminar für Führungskräfte, für Studioinhaber, Business-Samurai und am fangenden Fall-Konzept. Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg und ich denke mir mal, du wirst ja auch noch ein paar Stunden hier in der Halle sein oder vielleicht auch morgen noch mal reinschauen. Und alles Gute für dich und Georg, wir bleiben sowieso irgendwie fest beieinander dieses Wochenende und geben dann jetzt... Ich will noch was sagen. Ich habe euch verfolgt vorletztes Jahr. Das Duo hier, es ist wie Günther Netzer und Gerd Delling. Ihr seid wirklich ein Traumduo. Ich habe eigentlich nur reingeguckt, die Kämpfe zu sehen. Aber euch oder Interviews oder Kommentare waren wirklich, habe mich da festgehalten. Da wirklich. Das lassen wir jetzt offen und wollen mal hier nicht weiter in alten Zeiten oder letztes Jahr verfallen und freuen uns dieses Jahr auf die German Open, die 2018 stattfinden und wir werden dann über den Livestream euch in Erfahrung halten, wie es denn weitergeht. Also vielen Dank.